Hohes Lipoprotein klein a, was tun? Die erste Frage ist, was ist eigentlich Lipoprotein klein a? Cholesterin selbst kann im Blut nicht schwimmen. Das ist so, wie wenn Sie ein Stück Butter in warmes Wasser werfen, dann bildet das Fettaugen. Wenn Sie dann ein paar Tropfen Seife dazugeben, dann gibt es kleine Partikel, die dann wasserlöslich werden. So ist es auch im Blut. Das Cholesterin wird also verpackt in speziellen Eiweißen. Und diese Zusammensetzung bestimmt, ob so ein Cholesterinpartikel, ein Lipoprotein, bösartig ist oder nicht so bösartig. Und wir wissen vom LDL-Cholesterin, Low-Density Lipoprotein, dass es diejenige Cholesterinverpackung ist, die die Gefäßverkalkung und dann die Folgen, wie zum Beispiel Myokardinfarkt, Durchblutungsstörungen, Schlaganfall, vermittelt. Und da gibt es eine Sonderform dieser Lipoproteine, und das ist das Lipoprotein klein a. Das besteht im Wesentlichen aus zwei Bestandteilen, und zwar zum einen einem Partikel, der dem LDL-Cholesterin ähnlich ist und auch ähnliche biologische Funktionen hat, und zum zweiten einem Anhängsel. Das ist hier im Prinzip, was aussieht wie so ein Schwänzchen an diesem Partikel. Das ist das Apolipoprotein klein a. Und man weiß aus experimentellen Untersuchungen, dass dieser spezielle Partikel, dieses Lipoprotein klein a, erstens Arteriosklerose, Gefäßverkalkung macht, wie das LDL-Cholesterin, zweitens aber eine chronische Entzündung im Gefäßsystem verursachen kann und auch eine prothrombotische Wirkung hat, also dazu führt, dass sich eher das Blut zu kleinen Klümpchen ablagert und damit Komplikationen macht. Und das ist vergesellschaftet mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Herzklappenverengungen, Herzklappenverkalkungen und auch anderen Problemen wie zum Beispiel Thrombosen, auch Aborte können damit assoziiert sein. So, welche Bedeutung hat jetzt dieses Lipoprotein klein a? Es ist also ein Marker für Herzinfarkt, Schlaganfall und Aortenklappenstenose. Und die Besonderheit ist, dass die Menge, wie viel von diesem Lipoprotein klein a haben wir im Blut, dass das zu 90% genetisch determiniert ist, also familiär bestimmt ist und nicht durch Lebensstil oder Ernährung. Das heißt, man ist nicht schuld an hohem Lipoprotein klein a, sondern es ist durch den Stoffwechsel und die Programmierung des Stoffwechsels, die man aus der Familie geerbt hat, bestimmt. Es ist autosomal dominant, das heißt, statistisch gesehen, jeder zweite Nachkomme, wenn man Träger ist, wird auch ein erhöhtes Lipoprotein klein a aufweisen. Dass es genetisch bedingt ist und eben nicht durch Lebensstil verursacht ist, bedeutet leider auf der anderen Seite auch, das ist quasi die andere Seite der Medaille, dass wir durch Lebensstilmaßnahmen das Lipoprotein klein a praktisch nicht beeinflussen können. Also durch diätetische Maßnahmen, Sport, solche Dinge, die sind gut für die Gefäße, aber das Lipoprotein klein a selbst geht nicht runter. So, wann ist das erhöht? Es gibt, und das ist manchmal ein bisschen verwirrend, zwei verschiedene Messeinheiten für das Lipoprotein klein a, und zwar Nanomol pro Milliliter oder Milligramm pro Deziliter. Man kann also einmal die Menge der Partikel pro Volumen zählen oder wiegen, wie viel Cholesterin pro Volumen im Blut da ist. Und da gilt im Moment, dass ab 50 Milligramm pro Deziliter bzw. 75 Nanomol pro Liter das Risiko für negative kardiovaskuläre Effekte deutlich erhöht ist. So, bei wem sollte denn das Lipoprotein klein a jetzt gemessen werden? Und da empfehlen, und das ist eine Neuerung, die aktuellen Leitlinien, dass man bei jedem es einmal im Leben messen sollte, aber nur einmal. Einmal im Leben, um diejenigen mit den hohen Werten nicht zu übersehen und rechtzeitig vorbeugende Maßnahmen einleiten zu können. Das gilt natürlich insbesondere für alle Personen, die im eher mittleren oder jüngeren Lebensalter Gefäßverkalkung haben. Zum Beispiel, wenn jemand schon mit 40 oder 50 einen Herzinfarkt hat, dann muss man das auf jeden Fall bestimmen, mit der wichtigen Konsequenz, erstens, dass bei der Person mit dem erhöhten LP klein a die Vorbeugung besonders intensiv sein muss. Und zweitens, genauso wichtig, das sogenannte Familienscreening. Also, dass man dann schaut, wie ist es bei den Geschwistern, wie ist es bei den Kindern, um zu verhindern, dass es überhaupt zur Entwicklung von Arteriosklerose kommt.
Was kann man dann tun, wenn jemand erhöhtes Lipoprotein klein a hat? Da ist es wichtig zu verstehen, dass das, was wir erreichen wollen durch eine Behandlung, ja nicht das Verändern einer Zahl auf einem Zettel ist, sondern wir wollen den Betroffenen, den Patienten behandeln. Wir wollen verhindern, dass Verkalkungen entstehen. Deshalb ist an erster Stelle insgesamt ein gesunder Lebensstil zu sehen. Und das ist an Stelle 1 nicht zu rauchen und an Stelle 2 von der Bedeutung die körperliche Aktivität. Der gesunde Lebensstil, auch eine gute Diät, haben per se, das muss man verstehen, allerdings keinen Effekt auf das Lipoprotein klein a selbst, aber natürlich auf das, was wir verhindern wollen, nämlich die Gefäßkomplikationen. Leider ist es so, dass die im Moment zur Verfügung stehende orale, also Tablettentherapie, das Lipoprotein klein a nicht in klinisch relevanter Art und Weise beeinflusst. Deshalb steht an erster Stelle, was die Medikamente angeht, das Cholesterin zu senken, durch Statine typischerweise, um das lipidbezogene Gefäßrisiko zu senken. Und das besprechen wir immer sehr sorgfältig mit unseren Patienten, dass man verstehen muss, dass das Statin zum Beispiel, also der Cholesterinsenker an der Stelle, dazu dienen soll, das Herzinfarktrisiko zu vermindern. Das ist auch gut bewiesen. Dass aber das Lp-a selbst durch die Cholesterinsenker, Statine zum Beispiel, nicht reduziert wird. Also es gibt dann auch keinen Grund, das Lipoprotein klein a seriell zu bestimmen. Für bestimmte, und das sind dann ausgewählte Fälle, kommt eine Blutwäsche in Frage, die Lipoproteinapherese. Das ist natürlich ein erheblicher Einschnitt auch in das Leben. Das ist ja wie eine Dialyse. Das muss mindestens einmal pro Woche gemacht werden. Ist auch nicht bei allen gleich effektiv. Das sind Einzelfallentscheidungen. Neu ist, und das ist vielleicht wichtig, dass es jetzt erstmals sogenannte RNA-Medikamente gibt, dieses Lipoprotein klein a spezifisch senken können, und zwar hocheffektiv, die jetzt in klinischen Studien angeboten werden können. So etwas kann zum Beispiel am Universitätsklinikum Leipzig angeboten werden. Und wir werden sehen, was die Ergebnisse dieser Studien sind, die im Moment sehr vielversprechend sind, sodass wir in der Zukunft vielleicht Möglichkeiten haben, das Lipoprotein klein a mit solchen Strategien spezifisch anzugehen. Das heißt, zusammengefasst, das Lipoprotein klein a ist ein genetischer Risikomarker für Gefäßverkalkung, ihre Folgen, also Herzinfarkt und Schlaganfall und auch die Klappensklerose, und sollte bei jedem einmal im Leben bestimmt werden, insbesondere bei Menschen im mittleren Alter, die schon Arteriosklerose haben. Man muss es nicht mehrmals bestimmen, weil wir im Moment mit Tabletten und Lebensstil es ja leider nicht beeinflussen können, weil es zu 90% genetisch determiniert ist. Es ist wichtig, die Familienangehörigen bei Personen mit erhöhtem Lipoprotein klein a zu untersuchen. Die Konsequenz ist Lebensstil, also Risiko reduzieren und das Cholesterin senken, um das lipidbezogene Risiko zu senken. Und wir haben neue Therapiestrategien mit den RNA-Medikamenten am Horizont. Vielen Dank.